Es ist Sommer in Alaska und jetzt Ende Juli zeigt sich der 49. Bundesstaat der USA wieder einmal von seiner schönsten Seite. Ein blauer Himmel, milde Temperaturen und richtig viel Sonne. Gute Voraussetzungen für die kommenden Angeltage, die natürlich wieder ganz im Zeichen der Lachse stehen sollen. Für Henning Stühring, Markus Heine, Gernot Heigl und Benny Dittmann beginnt die Reise zu den Lachsen am Lake Hood in Anchorage. Früh am Morgen warten die Piloten der zahlreichen Wasserflugzeuge hier auf ihre Passagiere, um sie in die unterschiedlichsten Angelreviere zu fliegen. Für unsere vier Angler geht es zur King Point Lodge am Ufer des Lake Creek, einem Lachsfluss der Extraklasse. Also, auf was warten wir noch? Einsteigen, anschnallen und los geht's! Bereits kurz nach dem Start der einmotorigen Beaver verschwinden die Zeichen des urbanen Lebens und die Wildnis breitet sich unter den Kufen des Flugzeugs aus. Noch in Sichtweite zu den Hochhäusern und belebten Straßen von Alaskas größter Stadt schlängeln sich jetzt bereits kleine Flüsse dem Meer entgegen und malerische Seen glitzern im Sonnenlicht. Sogar Nordamerikas höchstes Bergmassiv scheint heute zum Greifen nah zu sein und bietet einen unvergesslichen Blick auf den über 6000 Meter hohen Mount McKinley. Und so wird bei perfektem Flugwetter und imposanter Fernsicht allein schon der 40-minütige Flug zur Lodge ein wahres Highlight. Gerade noch in luftigen Höhen unterwegs, haben unsere vier Angler bald darauf aber schon wieder festen Boden unter den Füßen und erreichen die King Point Lodge, ihre Unterkunft für die nächsten Tage. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf der King Point Lodge im wunderschönen Lake Creek in Alaska. Unsere Gäste sind in zwei verschiedenen Zimmerkategorien untergebracht. Wir haben Standard Cabins. Wir haben ein gemeinsames Klohaus für mehrere Gäste mit selbstverständlich Toiletten und Duschen. Oder wir haben eine Deluxe-Unterkunft anzubieten. Die sind immer mit WC, also mit Toilette und mit Dusche ausgerüstet. Wir sind eine Fishing Lodge, ausgerichtet auf alle fünf pazifischen Lachsarten. Wir haben Hundslachse vor der Haustüre, Silberlachse, Rotlachse, Königslachse und Pink, also Buckellachse. Zweifellos. Der Lake Creek bietet Anglern jede Menge Möglichkeiten. Und so ist es nur zu verständlich, dass unsere Petri-Jünger auch schon kurz nach ihrer Ankunft und voller Tatendrang am Ufer des Flusses stehen. Schnell ist ein geeigneter Streamer ans Vorfach gebunden und schon kann es losgehen. Gernot ist der Erste, der eine kleine Gruppe aufsteigende Rotlachse im glasklaren Wasser ausmacht. Lange warten muss der Österreicher auf den ersten Drill nicht. Schade, ausgestiegen. Doch schon beim nächsten Fisch hat Gernot mehr Glück und kann den davonstürmenden Rotlachs bändigen. Du bist aber ein Lieber. Schmutzig, aber gut. Bereits nach wenigen Minuten kann er den ersten Fisch der Tour präsentieren und sorgt damit für einen gelungenen Auftakt. Auch die nächsten Angelstellen bringen immer wieder tolle Fische. An einer langgezogenen Kiesbank drillen Benny und Gernot sogar gleichzeitig. Und während es Benny im Vordergrund mit einem Silberlachs aufgenommen hat, zeigt auch Gernot wieder einmal, dass er sein Handwerk versteht. Zwei Angler, zwei Lachsarten. Alaska von seiner besten Seite. Ja, Gernot, Mensch. Ja. Super, ey. Und die Rotlachse, Silberlachse beim Benny. Auffallend ist, dass die relativ groß sind. Beide schöne Fische. Und bei den Rotlachsen haben wir jetzt schon das Limit von fast 3 erreicht. Hoppala.
Aber bei den Größen macht es natürlich besonderen Spaß, oder? Super, gell? Siehst du? Hat schon imposante Zähne hier. Mahlzeit. Super. Super, denkt sich sicher auch Markus. Zwar drillt er gerade keinen Lachs, dafür aber schon die zweite wunderschön gefärbte Regenbogenforelle innerhalb weniger Minuten. Schon wieder eine schöne Forelle eingestiegen. Fangen jetzt anscheinend keine Lachse, sondern Forellen. Die sehen echt mit den ganzen schwarzen kleinen Punkten. Wahnsinnig schöne Fische. Wunderbar. Ganz viele kleine schwarze Punkte. Perfekter Fisch. Jetzt darfst du wieder zurück. Auf zu den Lachsen. Da geht's. Langsam verschwindet die Forelle wieder in ihrem Element. Und Markus ist glücklich. Ah, zwei schöne Forellen nacheinander. Habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Und bin klitschnass. Mit diesen Worten endet der erste und sehr erfolgreiche Angeltag am Lake Creek. Wirklich Feierabend ist aber noch nicht, denn während die Sonne bereits hinter den Bäumen verschwindet, greift Gernot noch schnell zum Filetiermesser. Schließlich sollen ja auch ein paar Lachsfilets wieder mit zurück nach Europa. Fast schon unwirklich leuchten die Filets bald darauf feuerrot im Abendlicht. Und schon allein bei diesem Anblick läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Geräuchert oder frisch gebraten sind diese Filets eine wahre Delikatesse, über die sich sicher auch die Familie zu Hause freuen wird. Am nächsten Morgen klingelt der Wecker früh. Noch vor dem Frühstück wollen es unsere Angler ein paar Stunden vom Boot aus auf Lachs versuchen. Denn auch das ist in der King Point Lodge problemlos möglich. Schnell sind die Boote beladen und es geht hinaus zur Mündung des Lake Creeks in den Jentner. Gerade hier lohnt sich das Angeln vom verankerten Boot besonders. Markus hat sich für die Spinnroute entschieden und präsentiert seinen Maps-Spinner direkt in der Strömung. 7 Uhr morgens am Jentner River und wie es so aussieht, stehen wir mitten im Fisch. Man sieht hier mal wieder Lachse buckeln und jetzt versuche ich es mal mit der Spinnrute. Jo, da ist der erste. War glaube ich mein zweiter Wurf oder der erste. Ja. Hat auch regulär gebissen, hängt vorne. Aber es ist schon Wahnsinn. Beim Durchkurbeln merkt man, wie man durch die Fischleiber den Köder zieht. Den wollen wir haben. Nehmen wir mal den Kescher. Ja! Wir haben ihn. Ja. Ups. Ja. Da haben wir ihn. Ich schätze, der hat über 10 Pfund. Wahnsinnsfisch. Hat sich das frühe Aufstehen ja gelohnt. Ich habe den Fisch im Drill und hinter ihm gucken die Kollegen noch mal zurecht. Was war denn das daneben? Das ist so wahnsinnig. Du stehst hier völlig im Fisch. Wir müssen Millionen Lachse hochziehen. Und dabei ist aber dann auch wieder interessant, wie wenig Bisse man dann doch bekommt. Man würde ja meinen, man kriegt bei jedem Wurf einen Biss, aber das ist gar nicht so. Also zum Beispiel jetzt mit dem Streamer habe ich glaube so 15, 20 Würfe gemacht. Ja, und dann hat jetzt der Silberlachs hier auch gebissen. Die Größe kann aber wieder zurück. Na
Nach diesem gelungenen Start in den Tag stehen unsere Angler schon zur Mittagszeit erneut im glasklaren Wasser des Lake Creek und haben ihre Spinnen wieder gegen die Fliegenruten getauscht. Dass man dabei und gerade an einem Fluss, durch den jährlich Hunderttausende Lachse zu ihren Laichgründen ziehen, wohl nie ganz unbeobachtet fischt, zeigt sich an fast jeder Kies- oder Sandbank. Immer wieder zeugen deutliche Spuren von den eigentlichen Herrschern dieser Wildnis, den Bären. Apropos Bären. Wie gut es den großen Allesfressern rund um den fischreichen Lake Creek geht, zeigen diese Aufnahmen, die nur wenige Meter von der King Point Lodge entfernt entstanden sind. Gleich drei Junge hat diese Bärin zu versorgen, doch dank des enormen Lachsaufstiegs scheint es dieser Bärenfamilie gut zu gehen. Während die Mutter nach Nahrung sucht, warten die Geschwister brav im Hintergrund. Hier allerdings scheint nichts Fressbares zu finden, und so verschwindet die Bärin zusammen mit ihren Jungen auch schon bald wieder im dichten Unterholz. Aber nicht nur die großen und sicher nicht ganz ungefährlichen Grizzlies können am Lake Creek aus den Vollen schöpfen, auch so manche Fischotterfamilie labt sich hier am Fischreichtum. Mit ein wenig Glück lassen sie sich in der Dämmerung sogar beim Fressen filmen. Neben Bär und Otter ernähren sich zur Zeit der Lachse natürlich auch die Weißkopfseeadler fast ausschließlich von den fettreichen Salmoniden. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,5 Metern, ihrem kontrastreichen Gefieder und dem beeindruckenden Schnabel bieten sie einen wirklich majestätischen Anblick und gelten nicht umsonst als ein Zeichen ungezähmter Natur. Und wenn dann, wie heute auch noch, keine einzige Wolke den Blick auf den Mount McKinley versperrt, sollte man sich glücklich schätzen und den Augenblick in vollen Zügen genießen. Vom imposanten Bergmassiv nun aber wieder zurück zu den Lachsen und damit zurück zu unseren Anglern. Henning, Gernot, Markus und Benny scheinen nun mitten im Fisch zu stehen und immer wieder ziehen aufsteigende Lachse an ihrer Kiesbank entlang. Da sollten Drills doch nur eine Frage der Zeit sein, oder Benny? Selbstverständlich darf bei einem solchen Rotlachs auch ein Foto nicht fehlen. Schnell ist Henning zur Stelle und bringt Fänger und Fisch in die richtige Position. Der ist riesig, der Lachs. Auf jeden Fall der größte bisher von mir hier. Auch Markus bekommt es kurze Zeit später mit einem sehr kampfstarken Fisch zu tun. Und er hat wirklich alle Hände voll zu tun, um den Lachs überhaupt kontrollieren zu können. Raus! Wie war's? Wieder den Daumen gepresst. Ja, der hat, gibt ordentlich Dampf. Nach einiger Zeit kann aber auch Markus wieder etwas durchatmen. Die Gegenwehr des Fisches lässt nach und der Hundslachs ist bereit zur Landung. Jetzt heißt es,
im richtigen Moment schnell zu reagieren. Yeah! Oh! Super, Markus! Geiler Fisch! Ja! Hier ist er, ein blitzeblanker Hundslachs. Der hat richtig Gas gegeben. Cool, echt cool, Markus. Cool, cool, cool. Hast du ja rechtzeitig gecashert. Ich komm vom Daumen und ich. Hier sieht man ganz frisch, noch gar nicht reif, den werden wir uns heute Abend mal schön auf den Grill hauen, oder? Da freue ich mich drauf, Markus. Danke. Du kriegst auch ein Stück ab, ne? Okay, super, weiter geht's. Wenn in Alaska frisch filetierte Lachshälften in den Bäumen hängen und am Ufer ein kleines Lagerfeuer brennt, dann ist Mittagszeit am Lake Creek. Gernot, von Hause aus leidenschaftlicher Koch, lässt es sich natürlich nicht nehmen, seiner Leidenschaft auch einmal unter freiem Himmel zu frönen. Den anderen Anglern gefällt's und mal ehrlich, es gibt wohl nicht viel Besseres als ein fangfrisches Lachsfilet, direkt über offenem Feuer zubereitet, und das am Ufer eines wunderschönen Flusses. Schmeckt super. Frischer geht's ja nicht, ne? Da sagt noch einer, Buckellachs schmeckt nicht. So, das erste Mal, dass ich den probiere, schmeckt aber echt gut. Leider neigt sich der Aufenthalt in der King Point Lodge schon wieder seinem Ende entgegen. Noch einmal sind unsere Angler in ihre Warthosen geschlüpft und noch einmal geht es mit dem Boot zu den vielversprechenden Kiesbänken des Lake Creek hinauf. Gerade jetzt zur Rotlachs-Hauptsaison sind vor allem im leicht zu erreichenden Unterlauf freie Plätze Mangelware. Dicht gedrängt stehen die Lachsangler im Mündungsbereich und versuchen ihr Glück. Auch wenn der Anblick der zahlreichen Angler etwas anderes vermuten lässt, nur wenige Flusskurven stromauf, hat man den Creek dann aber wieder fast für sich allein. Schöne Fische inklusive. Wir genießen jetzt die letzten Stunden hier am Lake Creek. Morgen geht's zurück nach Anchorage. Und dafür haben wir uns jetzt ja mal das Leihboot genommen und haben uns selbst eine Kiesbank gesucht. Und wie das hier so ist, ist überall wieder der Lachs. Und normalerweise müsste gleich mal einer beißen. Sind ein bisschen zickig. Ich muss mich ein bisschen beeilen, bis das Boot. Shit. Ich musste jetzt gerade ziemlich Druck ausüben, weil das Boot kommt. War vielleicht ein bisschen zu viel Druck. Naja. Ausgeschlitzt. Aber schöner Biss auf der anderen Seite. Auf diesen Streamer. Der letzte Abend der Reise steht dann wieder ganz im Zeichen kulinarischer Köstlichkeiten. Alle Gäste haben sich um das Haupthaus der Lodge versammelt und tauschen hier bei einem Glas Wein ihre Eindrücke eines wunderschönen Angeltages aus. Derweil brutzelt auch schon das Abendessen auf dem Grill. Heute gibt es frischen Rotlachs aus dem Lake Creek, leicht gewürzt und mit etwas Butter bestrichen. Eine wahre Gaumenfreude und ein weiteres Highlight an diesem wunderschönen Ort mitten in der Wildnis Alaskas. Liebe Zuschauer, wir würden uns riesig freuen, euch hier in der traumhaften Wildnis von Alaska begrüßen zu dürfen. Petri Heil aus Alaska vom Lake Creek.